Oh Mann. Die Dinger klickern ja immer noch durch. Hätte ich das alles zu Tränke gebraut, wäre das nicht passiert. Na gut. Ich glaube aber wirklich signifikant was verloren habe ich nicht, dadurch, dass ich die Dinger hier nicht sofort getrunken habe. Also gemacht habe. Ich meine, die paar Punkte, die mir da eigentlich verloren sind. Obwohl, irgendwas ist das immer durch schon mal 3 Punkte oder so gefehlt, ne? Obwohl, meistens waren es immer 5, also eine gerade Zahl. Egal, warum renne ich hier nicht überhaupt noch durch den Wald? Ich kann doch direkt zum Dorf der Marakeile reisen. Macht euch frei und lasst euch fühlen. Naja, will ich nochmal reden? Also hier, dieser taktisch gut positionierte Schatten bei ihrem Schritt, ne? Macht euch frei und lasst euch so, fühlen. So, jetzt einfach die Schilly schon. Alles ergibt einen Sinn. Das Schicksal wird den belohnen, der es mit offenen Armen und sehenden Augen empfängt. Denkt an meine Worte. Ja. Gleich erstmal Chili, mein Freund, und dann wird alles besser. So, hallo Jamila, grüß dich. Ja, ich habe 4 Feuerschoten für dich. Ich hoffe, du hast nicht versucht, sie zu essen. Nein, die brennen schon auf der Haut. Gut, warte, Gucho. Ah. Hier hast du deine Belohnung. Und du bist sicher, dass man das essen kann? Ono Palava, Kayala Gucho. Nicht quatschen, machen. Nicht, nachher kann ich nicht mehr sprechen. Lieber nicht. Kann ich selber essen? Ich meine, die Verwendung ist ja offensichtlich, aber... Kann ich es essen? Also hätte ich theoretisch die Option. Blut der Ahn. Das heißt, dass Blut der Ahn sich trägt, kann die Feuer unterstreiten. Naja, schön. Nee, anscheinend nicht, oder? Firotaopi. Das Zeug raubt einen den Atem. Na gut. Egal, ich habe da schon die ideale Person, die dieses Zeug sehr gut gebrauchen kann. Oh, nein. So, da unten ist er. Ich bin falsch angenommen, wie ich dachte. Denkt an meine Worte. Ich habe es gesehen. Ja. Hier, was? Ich habe einen Schüchter 90? Cool. Hier, iss mal einen Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. So ausgehungert, wie du aussiehst. Das ist eine nette Geste in einer sonst so rauen Welt. Wenn ich es nicht sehen würde, würde ich es fast nicht glauben. Was ist los? Alles klar bei dir? Scharf. Ich krieg kaum noch Luft. Tja. Kommst du jetzt mit mir, deinen Geist zurückholen? In Ordnung. Du hast gewonnen. Du hast ab sofort einen neuen Schiffsarzt. Wenn du mal Zeit hast, dann komm vorbei. Ich kann dir bestimmt noch was beibringen. Sehr gut. Willkommen an Bord. Ah ja. Erzähl mir mehr von deinem Problem und dem Reich der Toten. Ich weiß nicht wie, aber ich habe das Gefühl, dass ein Teil von mir gestorben ist. Ich spüre ihn. Er ist auf der Suche. Er will zu mir. Er weiß nur nicht wie. Du musst mir helfen. Ja, sicher doch. Sicher, wenn ich das kann. Mein verwirrter Geist muss einen Weg zu mir finden. Er braucht einen Wegweiser. Und was könnte der Wegweiser sein? Als Kind habe ich mich einmal im Wald verirrt. Mein Vater aber hängte seinen weißen Schal in den höchsten Baum des Waldes und wartete dort auf mich. Als ich den weißen Schal sah, wusste ich, wie ich meinen Vater finde und war bald wieder zu Hause. Ah ja. Gute Idee. Klingt zumindest einleuchtend. Keine Ahnung, ob es klappt. Das ist alles, was mir dazu einfällt. Wenigstens etwas. Wenn ich einmal im Reich der Toten an jemandem vorbeikomme, der so aussieht wie du, sage ich dir Bescheid. Das ist ganz schön verrückt, was? Geht so. Ich habe schon Verrückteres gehört. Ah ja. Was kannst du mir beibringen? Ich war lange im Dschungel. Was willst du denn wissen? Quacksalber? Ich will noch mehr aushalten. Ja, da. Medikus. Kannst du mir zeigen, wie ich mehr aushalte? Du musst den Schmerz annehmen. Er ist nicht dein Feind. Es ist das Geschenk des Lebens, das dich Schmerzen spüren lässt. Tote spüren keinen Schmerz. Keine Freude. Solange du Schmerzen spürst, lebst du. Also sei dankbar dafür. Dann lassen sie sich auch besser ertragen. Ah ja. Ich bin noch nicht gut genug. Mist. Warte mal, komme ich da kurz hin? Ich habe 5000 Minuten, das reicht nicht für harte 7, oder?
Nein, reicht nicht. Ich habe bereits Härte höher. Na gut. Aber ich stehe eigentlich auch so. Ja gut, permanente Training, plus 6, Piratenschild, plus 5, plus 5, plus 10. Silbermaske? Achso, die habe ich im Inter. Ja, ich sag mal so, also das so klingenfest und so, das ist schon... Das habe ich eigentlich gerade bei ihm hier gelevelt mit seinem komischen Schiffsarztzeug da. Hm, egal. Crew. Fehlt eigentlich noch... Es fehlen noch drei Leute. Wahnsinniger Pirat wurde von seiner Mannschaft in den lebensfähigen Dschungel Marrakesch zurückgelassen, wird für Missionen heimgesucht und hält sich für einen auserwählten, brillanter Schiffsarzt. Ehemaliges Mitglied von Kapitän Scheinbar, das versucht nach Stalbert's Tat. Ja, also es ist, mein Team ist großartig. Es fehlen noch drei Leute, ne? Ich nehme mal an, einen davon wäre Shani gewesen, die ich halt jetzt nicht mitnehmen kann, weil Dings. Ich behalte dich. Okay, gut. Dann rede ich jetzt mal mit ihm da unten und sag hier, ich bin jetzt der neue Captain. Daiki hat seine Rechte als Halmak an mich abgetreten. Ich bin beeindruckt. Du hast mich tatsächlich überzeugt. Wow, das ging ja schnell. So sei es. Du wirst an meiner Seite Nachfolge des Chaka kämpfen, mein Halmak. Gut. Und wie läuft das Ganze? Zunächst wirst du hoch zu Chakadatu gehen und den Nachfolgeritus einfordern. Er wird uns eine Aufgabe stellen. Damit kommst du dann zu mir zurück. Ist klar. Zeig mir mal deine gefundene Muskete. Das Recht musst du dir erst noch verdienen. Erst hilfst du mir, Chaka zu werden. Dann sehen wir weiter. Ich hab's geahnt. Achso, das mache ich das ja ganz. Ich wollte deine Muskete haben, ne? Na gut, genau, wenn Shani einer der Begleiter ist. Obwohl, wir sagten, dass sie ihr doch verlässt, ne? Ah, weiß nicht. Guten Tag, Herr Häuptling. Garcia hat dich ganz schön an der Nase herumgeführt. Wie meinst du das? Er hat sich als Protektor Corrientes ausgegeben und sich in deinem Dorf eingenistet. Nein, das ist unmöglich. Garcia ist irgendwo da draußen und wartet auf den richtigen Moment, uns anzugreifen. Corrientes wird uns vor Garcia beschützen. Er ist ein ehrbarer Mann. Du musst dich irren. Ich sehe schon, die Sache werde ich allein machen müssen. Aber hier, guck mal, Aufgabe. Ich bin Hakekes Halmak. Gib mir die Aufgaben für meinen Krieger. So sei es. Dann höre genau zu. Die erste Aufgabe ist die Prüfung der Schnelligkeit. Der schwarze Jäger ist in unser Land zurückgekehrt. Sag deinem Herrn, er soll ihn finden, ihn erlegen und seine Tatze erbeuten. Der Krieger, der den schwarzen Jäger als erster findet und bezwingt, sei der Sieger dieser Prüfung. Gut. Hakeke wird seine Tatze bald in den Händen halten. Mehr nicht? Komm später. Achso. Ja, das müssen wir jetzt aber erstmal einen Panther finden, ne? Ich dachte, die Pantherhöhle war zum Beispiel leer. Und ich dachte eigentlich, ich war sehr gründlich gewesen bei der ganzen Geschichte. Ah, naja. Der Ritus hat begonnen. Wir sollen dem schwarzen Jäger seine Tatze abnehmen. Ich weiß nur ungefähr, wo der schwarze Jäger sein könnte. Saal hat ihn oft beobachtet. Er müsste es ganz genau wissen. Salu hat die gleiche Aufgabe. Wer sie zuerst meistert, hat die erste Prüfung bestanden. Salu hat scheinbar noch nichts mitbekommen. Sein Halmak hat wohl geschlafen. Das ist unsere Chance. Bereite dich auf den Kampf vor und dann gehen wir los. Na denn? Ich bin bereit. Schnell, bevor Salu noch was merkt. Gut, dann folge mir. Aha. Ja, das kann ja nur gut werden. Ich meine, was soll schon schief gehen? Sie da? Achso, sie macht hier so ein Jahr allerdings. Folge mir! Ja, ich bin dabei. Warum ist seine Flinte eigentlich länger als meine? Hast du ja stoppt. Ist da oben drauf ein Visier? Hat er über die Scharfschützenflinte? Ich habe trotzdem, wo die herkommt. Hier liegt die ganze Zeit, habe ich nicht. Salu ist tatsächlich noch im Dorf geblieben. Ja, aber sicher nicht mehr lange. Du hast recht. Durch den Dschungel. Schnell, folge mir! Ich glaube, er gerannt jetzt zu dieser komischen Pantherhöhle, bei denen der ich vorhin schon war, oder? Längerer Lauf, höhere Mindestgeschwindigkeit? Hallo, Marv. Gleich genauer. Aber warum eigentlich höhere Mindestgeschwindigkeit? Ich meine, warum wird die Mindestgeschwindigkeit länger? Also da muss es doch eigentlich ein absolutes Limit geben, oder? Bei so Lauflängen. Ich meine, du hast ja einmal den gezogenen Lauf und das Ding... So, bis hierhin weiß ich. Aber nicht weiter. Frag ihn doch mal nach dem Jagdverhalten von dem Vieh.
Was weißt du denn über den schwarzen Jäger? Er ist ein Raubtier. Schnell und gefährlich. Er versteckt sich in Höhlen, wenn er nicht auf der Jagd ist. Höhlen? Das könnte es doch sein. Chin. Weiter im Osten kenne ich eine. Schnell, hier lang. Weil das Ding ist halt, wenn du halt so, wenn du halt so eine Waffe hast und die entlädt sich, dann kommt der, das ist ja das Gas, das das Projektil nach vorne treibt. Denn es ist natürlich, wenn du einen ganz kurzen Lauf hast, ist klar, dann verpufft das, bevor es deine Energie richtig übertragen kann. Aber ab einer bestimmten Lauflänge müsste es dann ja irgendwann mal egal sein, weil das sich so weit im Lauf expandiert hat, dass der Druck nicht mehr signifikant ist. Sieh, da drüben ist die Höhle. Gut, dann gehen wir hinein. Noch, gut schon. Du gehst hinein. Ich warte hier. Von mir aus? Lock ihn heraus. Dann machen wir gemeinsam Bambule. Na schön, ich werde es versuchen. Bis gleich. Komm, sei vorsichtig. Muss ein sehr langer Lauf sein. Ich hab wirklich so lang. Ich kann mir vorstellen, dass es relativ schnell erreicht ist. Ich meine, das ist halt. Das ist ja eine reine Volumensfrage. Ne? Ich meine, irgendwann ist das Ding halt so schnell beschleunigt, dass die Expansion des Gases langsamer ist. Ach, guck mal, jetzt ist er da. Ach, diesmal macht er sogar mit. Ja, das wird, glaube ich, nichts mit rauslocken, oder? Da hätte ich Venturo, glaube ich, nicht mitnehmen dürfen. Panda-Tatze halten? Tatze des Schwarzenjägers. Achso, das ist eine besondere. Ich hatte sogar Panda-Tatze schon im Winter. Ja, sorry, also mit dem Rauslocken, das hat halt leider überhaupt nicht geklappt, weil das Vieh schon tot war. Der schwarze Jäger ist tot. Gut gemacht. Dann hol dir seine Tatze. Ja. Hier hast du seine Tatze. Das hast du gut gemacht. Jetzt bin ich zuversichtlich. Keine Ursache. Dann machen wir mal weiter, was? Chi. Geh zu Datu und lass dir die nächste Aufgabe geben. Gut, dann geh mal. Chi. Ja, ich beeile mich. Ich benutze mich einfach Schnellreisen. Ich sollte eigentlich nochmal nach. Also bevor ich durch das komische Portal gehe, ich lande ja bestimmt bald im nächsten Totenreich, nehme ich mal an. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal kurz nach Caldera segeln, um die letzte Waffenstufe zu leveln für die Muskete. Wenn die Muskete im Totenreich funktioniert. Hakeke hat die Tatze des schwarzen Jägers. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Salu war immer der Schnellste. Oh. Nun denn, hier ist die zweite Aufgabe. Es ist die Prüfung der Schwäche. Jeder Krieger wird seine eigene Aufgabe erhalten. Eine, von der er am wenigsten versteht. Ich werde Salus Weisheit auf die Probe stellen und Hakekes Fähigkeiten der Fährtensuche. Was? Das ergibt doch keinen Sinn. Es ist der einzige Weg, um herauszufinden, wer über seinen Schatten springen kann und wer nicht. Geh zu Hakeke und sag ihm, dass der Jäger Kenan das Dorf verlassen hat und auf ihn in der Wildnis wartet. Vier Federn dienen als Fährte und werden Hakeke den Weg weisen. Findet er den Jäger, sei seine Prüfung bestanden. Aber eigentlich schummel ich ja voll, weil ich helfe Hakeke die ganze Zeit, ne? Und als namenloser Merisu-Held kann ich halt einfach alles, außer Bulu. Ah ja, hier. Ich habe unsere nächste Aufgabe. Gut. Lautet sie. Der Jäger Kenan hat sich im Dschungel versteckt und einige Federn als Fährte zu ihm gelegt. Eine Fährtensuche? Das gehört nicht gerade zu meinen Talenten. Darum nennt es Datu auch die Prüfung der Schwäche. Ja, das macht Sinn. Tja, na denn. Auf geht's. Lass uns Kenan suchen gehen. Gut. Dann gehen wir zuerst runter zum See. Folge mir. Kann nur gut werden, sag ich mal. Was soll schon schief gehen? Ich weiß doch eigentlich, wo Kenan ist, oder? Aber gut, der wird wahrscheinlich nicht mehr da sein, wo er vorher war. Hinter dem. Auf der anderen Seite der Höhle. Das wäre ja wahrscheinlich dann zu einfach. Nehme ich an. Laufen wir lang? Der See ist da. So. Jetzt müssen wir denken wie ein Tufas. Ich vermute, dass Kenan hier irgendwo die erste Feder hinterlassen hat. Geh und such sie. Ach, das ist... Venturo! Hier ist irgendwo eine Feder, du bist doch Speer. Viel Spaß.
Yeah. Perfektes Wetter auch, um eine Feder zu finden, ne? Ah. Na gut. Ich habe eine schwarze Feder gefunden. Das ist der erste Hinweis. Das ist gut. Aber was jetzt? Ich bin ein Tonka des Weißen Speers. Vom Pferdenlesen weiß ich nicht viel. Du musst dich nochmal umsehen, Halmak. Vielleicht haben wir was übersehen. Was? Achso, ich soll alle Federn suchen. Ha. So wie es aussieht, hat Kenan eine kleine Hilfestellung für Hakika aufgestellt. Dieses Zeichen deutet Richtung Nordwesten. Achso, das hätte ich klicken müssen. Gut. Ich habe ein Zeichen gefunden. Ein Zeichen? Ich denke, dass Kenan es aufgestellt hat. Aus irgendeinem Grund will er es uns scheinbar einfach machen, ihn zu finden. Dann folgen wir dem Zeichen. Yalla! Yalla! Aber keinen Bock mehr hat mit Nordwesten, aber keinen Bock mehr hat mit Pfeil und Bogen zu schießen und auch gerne eine coole Maskete hätte. Ernsthaft, das ist die nächste Feder. Dieses Zeichen deutet Richtung Westen. Eine blaue Feder. Oh, es sind verschiedenfarbige Federn. Ist eine blaue Feder. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Weiter so. Hat er nur. Hat er vier Federn gesagt? Oder vier schwarze Federn? Gelbe Feder. Das Ding zeigt geradewegs nach Norden. Noch weiter nach Norden. Die Federn werden scheinbar immer heller. Hier, eine gelbe. Sehr gut. Weiter so. Aha. Ja, das kann ja nur gut werden, ne? Ist das hier schon? Aber hier war ich auf jeden Fall schon. Bei Leichen. Und eine weiße Feder. Hm. Das Teil hier sagt, geh nach Nordwesten. Ja, ich würde gerne die Feder mitnehmen. So, letzte Feder. Und hier ist die weiße Feder. Gut. Dann haben wir es bald geschafft. Gut, das war jetzt auf jeden Fall Fährtenlesen Deluxe. Selten sowas Schwieriges gesehen. Ah, da vorne steht er oben. Mensch. Hallo, Kenan, grüß dich. Ha! Ich hab dich gefunden. Ja, das hast du, Halmak von Hakeke. Damit sei die zweite Prüfung bestanden. Ich werde es dazu berichten. Netter Zug von dir, dass du die Zeichen für Hakeke aufgestellt hast. Hakeke muss der nächste Chaka werden. Ah, verstehe. Du hast ein bisschen gemogelt, hm? Tja, besten Dank. Tigo Palava, Tonka Samo. Ja, er möchte nicht darüber geredet. Na gut, dann Halmak, der Hakeke. Die zweite Prüfung ist bestanden. Ich habe Kenan gefunden. Oh, und ich dachte, wir schaffen das niemals. Gut gemacht. Ich bin schon auf die letzte Prüfung gespannt, Halmak. Ich auch. Am besten, du gehst gleich wieder zu Datu. Mhm. Vielleicht den Kampf auf Leben und Tod? Mit jeder benutzt seine favorisierte Waffe? Das wäre doch nur fair, oder nicht? Oder aber das ist genau andersrum. Er kriegt die Musketen in die Hand und ich kriege einen Speer. Obwohl, ich habe da noch einen sehr guten Speer. Siehst du? Hallo, Datu. Hakeke hat seine zweite Prüfung bestanden. Nun denn, hier ist die letzte Prüfung. Es ist die Prüfung der Stärke. Beide Herausforderer sind große Kämpfer. Ein jeder der Beste in seiner Kampfart. Der eine im Kampf Mann gegen Mann, der andere im Kampf mit dem Wurfspeer. Ein Kräftemessen wäre immer unfair, auf die eine oder die andere Weise. Tja, dann lassen wir das. Wie willst du dann herausfinden, wer der Stärkere ist? Ich habe entschieden. Die Herausforderer werden ihr Können in der Auswahl der richtigen Waffengefährten unter Beweis stellen. Die beiden Halmaks werden gegeneinander kämpfen. Ich hab's geahnt. Geht und bereitet euch darauf vor. Der Kampf wird auf dem Ritualplatz stattfinden. Das, nun, das ist sogar noch langweiliger als gedacht. Aber gut, das ist exakt das, womit ich gerechnet hatte, nicht wahr? Wenn ich jetzt eigentlich mit Zalu nochmal reden, hier. Ist das China? Wo ist denn hier? Hier ist er, oder? Ich behalte dich. Ja gut, er möchte mich im Auge behalten. Na gut, so, denn hier, Kike. Datu will, dass ich Salus Halmak besiege. Das klingt nach Chaka Datu. Ich hoffe,
dass du ein guter Nahkämpfer bist. Denn Salus Halmak Potaka ist es ohne Zweifel. Dann kann ich für dich nichts mehr tun, außer dir Glück zu wünschen. Ich fürchte, du wirst es brauchen. Ich hoffe, das ist so ein Fake-Nahkampf, wo ich nicht wirklich Nahkampf machen muss, oder? Was ist der Ritualpass überhaupt? Ritualpass? Da ich das hier alles immer so klein ist, ist es irgendwie schwierig. Ist es irgendwie schwierig, so. Hier? Hey, Potaka! Wir sollen uns um die Nachfolge prügeln. Du wirst niemals siegen, Gucho. Ja, ja, mach's nicht so dramatisch. Lass uns hinmachen. Wir werden auf dem Ritualplatz kämpfen. Folge mir. Ah ja. Wo ist der Ritualplatz? Achso, das ist da, wo die Statue steht. Okay, das ist ja riesig. Muss das jetzt ein Nahkampf sein? Karaka! So gut bin ich auch nicht. Ah. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ka, Bambule! Ka, Rakatoka! Team! Hau ihn um! Greif schon an! Also Nahkampf ist tatsächlich ein bisschen härter für mich jetzt, aber... Oh, das war heftig. Nun! So, das war's jetzt hoffentlich. Was ist geschehen? Ich bin zu Boden gegangen. Ganz genau. Und das heißt, du hast verloren, mein Freund. Oh, welche Schande. Ich muss zu Salu gehen und es ihm sagen. Ja, ja. Naja, schön.